Hallihallo und willkommen zurück bei Minecraft Hollow, der zweiten Staffel. Ich bin der Korgen und ich begrüße euch wie immer recht herzlich. Schön, dass ihr wieder da seid. Jo, beim letzten Mal, also quasi gerade eben, haben wir im Dunkeln unser Dorf hier verteidigen müssen gegen eine Vielzahl von Zombie-Horden und Skelette und Creeper und ja, alles, was da sonst noch war, die hier aus diesem Loch hier zu kommen schienen oder eben direkt hier gespawnt sind. Ich wollte hier noch ein bisschen was zumachen. Dafür nehme ich mal den normalen Schmutz. Erde. Das ist zwar auch okay hier, aber ich wollte jetzt einfach mal eine gerade Fläche haben. Ich werde hier sowieso so viel terraformen, dass wahrscheinlich eigentlich Schwachsinn ist, dass ich hier gerade das Ding zumache. Aber ja, machen wir einfach mal. Oh ja, da ein Creeper versteckt sich im Gras. Oh nein, er hat uns gesehen. Brandpfeil ins Gesicht kann manchmal echte Wunder wirken. Ich kann mir nicht helfen. Ich höre doch die ganze Zeit hier so ein Dingen. Ein Enderman. Okay, machen wir eben hier schnell das Loch hier zu. Und dann ja, müssen wir im Prinzip schauen. Wir haben jetzt schon. Das irritiert mich total. Ihr hört das ja vielleicht gar nicht mal so. Aber ich höre das immer, als wenn ihr mir hier ne, hinter mir steht und ins Ohr hechelt. Ja, das ist ja nahezu unangenehm. So, auch hier. Zack. Zack. Und eigentlich, wir hatten auch ein paar von den Dingern hier abgebaut. Allerdings mit Behutsamkeit. Das bedeutet, wenn ich ein paar neue Fackeln haben will, dann müsste ich eigentlich erstmal alles hier weghacken. Obwohl, ich glaube, mit Glück oder auch mit meiner Glückshacke kommt da auch nicht so viel mehr raus. Aber auf der anderen Seite, jetzt haben wir mal was gebaut und können mal ein Stückchen gucken hier, ne? Aha. Ja, ich sehe, ne, auf Anhieb sieht man schon, ja, Höhle, Höhle, Höhle. Überall irgendwelche Ritzen und Spalten im Stein, wo irgendwelche Höhlen sein können. Ja, okay. Aber hilft hier alle nichts. So, nehmen wir mal kurz hier die Hacke. Und dann hacken wir mal ein bisschen. Ach ja. Ach Gott, jetzt mache ich das, wo was ich bei anderen hasse ich das, wenn sie das machen, ne? Wenn man so irgendwelche Melodien summt. Oder noch schlimmer, Leute, die auf einmal anfangen zu pfeifen, so ohne Rücksicht auf das Trommelfell von anderen Leuten. war noch eine gute Ausbeute. Da kann man jetzt auch nicht maulen. Ich gehe nochmal hier hin und mache nochmal einen ganzen Haufen Fackeln. Soll ich dasselbe mit Erz? Ach komm, wie ist das? Ne, geht ja. Ich wollte schon sagen, ja, mit Erz war doch dasselbe. Wir brauchen jetzt erstmal. Werkmann kann man ja. Wir brauchen. Ach, da war das Lagerfeuer. Ich denke schon, was knackt denn hier um mich rum? Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte einen Ofen bauen, aber ich glaube, und jetzt kommt das nämlich. Für Ofen. Was war doch? Man brauchte doch einen Bruchstein. Wir gingen jetzt gerade durch den Kopf. Okay, wir haben normalen Stein. Aber Bruchstein. I look a little bit confused. Ey, ich glaube nicht. Jetzt muss ich tatsächlich. Aha. Ich bin gerade irgendwie verwirrt. Wisst ihr was? Jetzt gehe ich mal kurz mit der Hacke los. Ich muss mal eben den einen oder anderen Stein hier unten nochmal zertrümmern. Das ist. Ich bin gerade echt ein bisschen. Brauchte man am Anfang tatsächlich. Also brauchte man da Bruchstein? Ich dachte immer. Ich habe da, wie gesagt, man achtet da nicht so drauf. Okay, jetzt haben wir mal
ein bisschen Bruchstein. So, hupsen hier wieder raus. Ich fasse gerade nicht. Ich will einen Ofen. Da, Ofen. Okay, deswegen hat es gerade mit 7 nicht funktioniert. Man, ja, okay. Ich war jetzt echt schon so ein ganz klein bisschen am Schmunzeln. Ich habe keine Ahnung, Karotte, ja, okay. Wir nehmen das einfach mal alles so hin, ne? So, ich hau auch hier. Ja, wie mache ich das jetzt am besten? Na, wir haben ja hier unser Lager. Ich glaube, wir werden hier nicht drum rum können und uns hier im Laufe der Zeit erstmal ja, eine kleine Hütte am Wasser zu bauen, bevor wir dann richtig loslegen können. Oder? Oder auch ja oder nein? Ich will jetzt auch nicht alles doof am freien Himmel machen. Ich meine, natürlich kann ich jetzt auch einfach den Ofen hier so hinstellen, aber eigentlich wenn, dann will ich schon eigentlich so eine kleine Hütte haben, wo dann auch mehrere Öfen eventuell direkt betrieben werden können. Wisst ihr was? Machen wir auch, ne? Bauen wir uns in diesem Part hier mal so eine ganz kleine, keine schöne, ne? Das möchte ich schon vorweg sagen, keine schöne, aber eine provisorische Hütte für unsere Schmelzarbeiten. Und ich mache dann gleich mal diesen hier und 2, 3, 4. Ja, das sollte dann zack, 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 zack. Vielleicht mal ein paar mehr Öfen. Und wenn wir doch schon mal dabei waren, jetzt mache ich es tatsächlich so, dass ich einen Ofen trotzdem doof hier hinstellen muss, weil ich schon mal dieses Erz hier brennen wollte. Für Eisen. Denn eigentlich brauchen wir dann ja auch Trichter und so weiter. Okay, ne, es geht langsam voran. So, aus diesen Dingern, und jetzt kommt nämlich das, was ich meinte, ich fange neu an mit 1.4.10. Das bedeutet, diese Dinge um Stein zu schneiden, also Steinschneider, ich weiß gar nicht, wie die Dinger reisen, ne, oder hier solche Stufen und so weiter, alles, das ist ja alles irgendwie neu. Oder auch diese hier, Steinziegel. Und jetzt interessiert mich, wie gesagt, wie oder wo kommt man, ich mach mal diesen hier, ich muss mir mal alles angucken. Da geht es nur um Steine. Ich bräuchte eigentlich ne, Werkzeuge. Ein Steinschneider. Da sind die Kosten ja billiger. Oder auch hier Webstuhl. Da die Steinsäge. Dafür brauchen wir einen Eisenbarren und 3 von diesen Steinen. Ja, wunderbar. Das ist doch schon mal ne, ein Anfang. Der erste Barren müsste ja eigentlich durch sein. Sind sogar alle durch. Wundervoll. So was klappt leider immer noch nicht. Ich sag leider, aber eigentlich ist es gar nicht mal so schlecht, denke ich mal. So, wir hatten diesen hier. Und dann brauchten wir zack, zack und zack für eine Steinsäge. Ich fühle mich gerade total erfolgreich. Auch die Steinsäge. Die werde ich nachher alle wieder abbauen und ordnen müssen. Ja, die steht hier sehr sinnig und damit wiederum können wir Steine basteln. Und das ist auch hier, guckt euch das an. Wunderbar. Ja, ist am Anfang vielleicht ein bisschen ungewohnt, aber ich versuche mich quasi jetzt selber so ein bisschen daran zu gewöhnen, indem wir es einfach von Anfang an dann auch direkt nutzen. Und jetzt würde ich nämlich mal sagen, ich mache aus diesem Ding einfach mal zack, sofort 64 Steinziegel. Wunderbare Sache. Ach ne, das war Stein, das ist Andesit. Okay, Stein rein. Dann nehmen wir mal doppelzentnerweise direkt Stufen. Auch die sind ja billiger, da brauchte man ja vorher auch, ich glaube 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich glaube 6 Steine pro Stufe. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ne? Ich nehme mal 51 Steine und gucke jetzt mal bei Steinziegeltreppen. Ja, die kosten diese. Also hallo? Die sind doch bei Weitem jetzt geringer, oder?
kann ich mich natürlich auch komplett mit vertun. Oh nein, die Sonne geht unter, aber das ist für uns überhaupt gar kein Problem. Ja, es ist kein Problem. Wir werden uns jetzt einmal kurz hinlegen. So, Delle. Und ein paar Minuten haben wir ja eigentlich noch. Ja, genau, ich stehe im Feuer. Kleine Tüßerchen schneide ich einfach mal raus. So, was wollte ich denn jetzt? Ich wollte ein Haus bauen. Oder Moment, ich wollte nicht nur ein Haus bauen, ich wollte nochmal an die Steinsäge und wollte gucken. Andesit geht nämlich das Gleiche. Ich kann auf einmal direkt poliert machen, ich kann Andesit-Stufe machen, ich kann Boden machen. Und das gefällt mir eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das ist eine Andesit-Stufe und das ist eine polierte Andesit-Stufe. Poliert Andesit. Ja, ich muss echt sagen, das gefällt mir. Man muss sich noch ein bisschen dran gewöhnen, wie gesagt, ne, wenn man schon längere Zeit spielt, aber... Ich mache einfach mal kurz so ein bisschen. Naja, einfach mal, um dann auch so ein bisschen für mich selber rauszufiltern, sieht das denn überhaupt aus? Ist das eine Textur, die ich auch großflächig quasi verwenden möchte? Und auch das hier, ne? Das ist so eine grobe Dioritstufe oder die polierte? Ich glaube, die groben sind neu, oder? Vertue ich mich jetzt. Habe ich auf jeden Fall vorher nie so drauf geachtet. So. Ja. Ich glaube auch hier die Halbstufen. Ich glaube, die sind auch neu. Eher zumindest irgendwie. Okay, aber ich will ja nicht übertreiben. Ich wollte ja nur so eine kleine provisorische Hütte bauen. Ja, und wie macht man das jetzt am besten so rein provisorisch und hüttentechnisch? Ich glaube... Ich wollte ja ein bisschen... Ja, zwar... Ich wollte... Ich mache einfach mal 3, 4, 5, 6, 7. Ich mache jetzt einfach mal so ein... 3... Einfach mal so ein kleines, ganz zartes... Ne, auch keine Bude, wo man drin pennen soll, sondern ein Häuschen, ne, zum drin arbeiten. Was dann wahrscheinlich irgendwann auch wieder wegkommt. So, das wäre das eine. Zack, 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 zack. Nein, das war nicht richtig. Obwohl, hier sind wir dann auf einmal wieder bei einfallslos, ne? Moment. Haha. Ich habe ja die freie Wahl. Ich kann ja rumtesten. Wenn es blöd aussieht, ja, sieht es halt irgendwie blöd aus. So, mache ich doch mal den hier und dann strecken wir den Boden quasi einfach mal auch mit anderen und bauen uns da so ein Muster rein. Warum nicht? Ja. Finde ich es gar nicht mal so abstoßend. So, eins. Machen wir mal so. So, ja, jetzt fehlen uns natürlich wieder Steine. Aber auf der anderen Seite haben wir jetzt einen Grund, dann auch noch mal kurz in die Höhle zu gehen und den ein oder anderen Stein da unten abzuhacken. Ja, ja, ne, da sind wir dann wieder. Und alles nur, wenn man mal eben schnell, ne, auf die Schnelle eine Hütte bauen wollte. Verdammt. Okay, aber hier kann ich ja auch schon mal einen rumziehen. Und auch wenn 7x7 eigentlich richtig ist, mache ich mal so. Und so.
so, weil ich wollte hier auch mal eine Stufe dran setzen. Nahezu. Ne? So, damit ich von innen den hier machen kann. So kann ich hier später eine Tür hinsetzen. Zack, zack, zack. Ja, also auch wenn es vielleicht so aussehen mag, ich habe keinen Plan, was hier später, ne, oder wie das Ding hier aussehen soll, außer wie ich den Boden haben will. Jetzt dachte ich mir dann hier so eine Nische, ja, da könnte man dann schon die Werkzeuge hinstellen. Behutsamkeit, ja, machen wir doch einfach mal. Zack, nehmen wir den sofort wieder mit. Und da ist er, zack, zack, zack. Dann stellen wir hier schon mal die Säge. Ja, die Position gefällt mir also eigentlich nicht, ne? Warte mal, oder? Ja, guck, ja, ja, so geht's. Ja, ist auch überhaupt nicht angsteinflößend. Ja, nee, den kann man da stehen lassen. Das zweite ist der Ofen. Ja, den kann man im Grunde ja dann auch hier schon, zack, zack. Na, was soll der Geiz? Warum nicht jetzt, wenn wir es auch später machen können? Obwohl... Ist auch nicht richtig, ne? Aber egal. Was brauche ich? Ich brauche jetzt eigentlich Andesit, Diorit und. Dafür gehen wir nochmal ganz schnell in die Höhle, aber wirklich ganz schnell. Ja, also ich meine, ich habe gerade einen Bombenspaß. Ihr denkt euch wahrscheinlich, ne, was macht der da? Ne? Und warum macht der das? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vorher nie wirklich, ich meine, abgebaut hat man das ja, aber man hatte vorher nie einen Grund, jetzt zum Beispiel hinzugehen und hier Diorit abzubauen oder Andesit abzubauen. Ich meine, natürlich hat man dann auch mal, ja komm, ich mache mal ein paar Steine, ne, so und so und so. Aber jetzt ganz gezielt, weil ich noch ein paar Bodenplatten oder Stufen so brauche, das habe ich noch nie gemacht. Also ich nicht, ihr vielleicht ja, aber ne, deswegen ist das für mich quasi voll neu. Die Höhlenmusik los. Ihr hört die wahrscheinlich nur ganz leise. Ich habe die Musik nämlich relativ leise gestellt und muss auch zugeben, ich bin kein Riesenfreund, dass hier jetzt irgendwie die ganze Zeit im Hintergrund großartig irgendeine Musik düdelt. Ihr sollt ja schließlich mir zuhören und nicht hier der, ne, der Mucke lauschen. So, 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 wobei manchmal erzähle ich ja auch nichts, ne? Aber hier haue ich jetzt einfach mal ein bisschen wild alles ab. Sammle ich mir dann gleich da unten ein. Plus Kohle. Wobei, da müsste ja eigentlich auch schon reichen für dieses kleine Häuschen, ne? Wir wollen ja mal nicht übertreiben hier, komm. Machen wir noch so, dass wir die Steine auch wirklich benutzen können. Komm schon. Den habe ich nicht kommen sehen. Ich habe irgendwie was schmatzen hören, aber... Uppala. Ja, und habe auch nicht geguckt, ob die Tasche voll oder leer ist. Gammelfleisch können wir ruhig mal liegen lassen. Ja, ja, was soll ich sagen? Das ist manchmal ein bisschen komisch. Ich hoffe, der hat mir jetzt nicht den Aufstieg komplett zerbombt. Ist doch irgendwie. Hier muss doch. Also irgendwo. Ja, auch hier hinter der Mauer. Hier muss ja richtig was los sein, oder? Geht's hier noch nach oben? Okay, jetzt ist nicht die geeignete Zeit, das herauszufinden, aber. Ja, das ist ja der Müll. Ja, reicht. Reicht, reicht, reicht. Wie gesagt, wir wollen mal nicht übertreiben. Wir wollten ja nur mal eben schnell die eine oder andere Stufe fertig haben, bevor es das nächste Mal dunkel wird. Zack. Zack. Oh, ich habe so das Gefühl, mit dieser Höhle hier, da will ich noch eine ganze Menge Spaß haben.
So, aber soweit so gut. Soweit so gut. So, wie gesagt, das hier ist auch ein Arbeitshaus. Das ist nichts, wo man... Oh, die Sonne ist schon kurz vorm Untergehen tun. Das ist ein Arbeitshäuschen. Ups, ne, da kommt kein Bett rein. So, jetzt mache ich diesen hier. Ja, das habe ich sehr gut geregelt. Sehr, sehr gut geregelt. Mach so. Schmeiß das weg. Dann mache ich das hier. Zack. Und was schmeiße ich dann als nächstes weg? Gar nichts. Falscher Stein, weil ich brauche ja hier... Ach, ich Idiot. Ich habe den falschen Stein abgebaut. Nicht den falschen Stein, aber... nicht ausschließlich den richtigen Stein. Klingt dann weniger nach Ausrede? Ich weiß auch nicht. So. Nochmal kurz. Ein bisschen hier und ein bisschen da und... Ja, das ist ja auch nicht richtig, ne? So ist richtig. Dann der, dann der, dann der. Und dann sind wir zumindest schon mal nah dran. Aber das hält leider auch unsere Angreifer jetzt hier nicht ab. Zack. Zack. Wobei mir ging es ja jetzt auch nur um das Muster auf dem Boden. Ne? Muss ich ja mal in den Raum geworfen haben. So, jetzt brauche ich eigentlich, ne, wie heißt das hier? Andesit ist das, ne? Stein, Kies. Könnte es sein, dass... Warum bin ich da eigentlich gerade nicht drauf gekommen, ne? Fragen über Fragen. Aber leider nein. Den richtigen Stein da habe ich nicht. Ja, okay. Das wird dann auf den nächsten Part warten müssen. Dass wir dann ganz gezielt, ne, nur um hier zwei Platten zu kriegen. Okay, aber ich kann dann hier schon mal... Gegebenenfalls, obwohl, Moment, ich bin ja... Stopp. Es ist dunkel, aber es ist egal. Hier, pass auf. Ne, der kleine Blender. Ach, dann ist alles so doof, wenn die Taschen immer so voll sind, ne? Dann packen wir mal ein paar Sachen ganz kurzfristig weg, ne? Ihr kennt das sicher auch, ne? Man packt mal eben schnell... So, und so, den kann ich nämlich hier und da setzen, weil eigentlich, fiel mir gerade so ein, kommen hier ja auch die Öfen dann hin. Und deswegen ist es eigentlich egal, beziehungsweise brauche ich die Dinger hier noch nicht mal, weil eigentlich sollen wir Trichter unten drunter. ja, aber die Trichter, kann ich denn schon Trichter bauen? Wäre doch mal was, so ein kleiner. Okay, dafür fehlt mir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Eisen. Ja. Wenn man schon mal dabei ist, ja. Ja, Leute, ich kann euch eigentlich nur sagen, ne, ihr merkt das mit Sicherheit gerade aus ein bisschen. ja, wenn man einmal so da dran ist, oh nein. Ich habe mein Glück herausgefordert und... Da kommt aber auch nicht einer. Nein, das sind immer sofort ganze Horden. Hau ab. Oh, Zombie. Ja, hier, schlagen habe ich auch mit Feuer. Moment, ist es sinnvoll... den ins Wasser zu schubsen? Burn, Baby, burn. Ja, okay, aber was soll's? Ich muss ja sowieso mehr Eisen noch haben. Ne, ah, ja, ja. Wie man das auch dreht und wendet. Aber ich glaube, ich könnte jetzt auch einfach hier mehrere Stunden aufnehmen und es wäre... Oh.
Und das wäre trotzdem zu wenig Zeit. Ja, also den will ich nicht hier in der Nähe haben. Meine Herren. Ja, da bin ich in meiner Stadt nicht gewohnt. Da ist im Grunde, ne, überall Golems, die beschützen auch die da vorhandenen Dorfbewohner und so weiter. Ich wollte doch jetzt nur mal eben auf die Schnelle. So, den hier und komm, mach mich Eisen. So, den könnte ich jetzt erstmal stehen lassen, weil eigentlich, ne. Nee, die Öfen, die sollen eigentlich schon. Hier, pass mal auf. Ich tu mal so. Ich habe noch nicht das ganze Material zusammen, was ich jetzt gerne hätte oder wie ich es hätte, aber ich muss ja die Taschen auch irgendwann mal wieder ein bisschen leer kriegen. Deswegen mache ich jetzt diesen hier. Ja, darunter kommen dann, ne, also dann kommen da die Trichter drunter. Ach, Leute. Wenn das mal alles nicht so schwierig wäre. Aber ist ja mal schön. Wie mache ich das denn am besten? Am besten, am einfachsten, am tollsten ist im Grunde. Ja, ich wünschte, ich könnte euch jetzt so richtig an meinen Gedankengängen teilhaben lassen, aber. Haha. Und als wäre das nicht schon genug, sind mir jetzt, glaube ich, die Pfeile ausgegangen. Passiert mir eigentlich auch eher selten. Nun gut, ich habe hier ja, ne, also irgendwie. Oh Mann. Ja, also hier bauen wir uns einfach nur was hin, wo wir dann ein bisschen Metall basteln können, tun. Werkbank, Trichter. Ja, was bringt mir jetzt ein Trichter? Der bringt mir gar nichts. Noch nicht, aber wir sind hier auch noch nicht so weit. Alles klar, aber okay. Ich ziehe die Lache jetzt hier schon wieder unnötig in die Länge. Ich würde sagen, für diesen Part soll es das erst einmal wieder gewesen sein. Ich lege mich jetzt in aller Geschmeidigkeit hin. Gleich nachdem es einigermaßen sicher für mich ist. So. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Leute. Ja, schön. Schön, schön, schön. Vor allem, wenn es nicht, es hört nicht auf. Danke. Wobei, so ein bisschen sollte ich vielleicht auch meine HP hier im Auge behalten. Ja, da hinten wird es schon wieder rot. Der muss noch weg. Und dann schnell hinlegen. Na, komm schon. Komm schon. Stirbt. Ja, was eine abenteuerliche und überflüssige Nacht, die uns gelehrt hat, dass auch hier drunter scheinbar Höhle zu sein scheint. Okay, ich muss mich hinlegen. Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Hinterlasst mir einen Daumen nach oben und ein paar nette Worte in den Kommentaren. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part von Minecraft Hollow, dem Langzeit-Let's Play von I am Korgen. Ich bin der Korgen. Bis dann.